glaube, der hat mich, oder? Leute, der hat mich, aber es geht irgendwie nicht. Boah, volle Manndeckung. Einmal links, einmal rechts. Links, rechts. Ja, was ist los, Junge? So, Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Wo wir einen Fernseher und eine Spieldose gefunden haben. Im letzten Part. Und wer Little Nightmares 2 kennt, der weiß, das bedeutet nichts Gutes. Ich würde nur zu gern die Spieldose hier mal aktivieren. Muss doch irgendwie gehen, oder? Nicht? Der Fernseher? Auch nicht. Die Spieldose mit dem Fernseher kombinieren. So. Nicht. Na gut. Dann halt nicht. Wir müssen jedenfalls einen Weg finden, die Kurbel hier. Jetzt machen wir mal Licht. Kurbel hier zurück zum Schalter zu bringen. Aber wie soll das gehen? Ich kann da nicht mehr klettern, wenn ich die Kurbel habe. Der Hocker da vielleicht? Kann ich auch nicht verschieben. Da sitzt ein Hut sitzt da drauf, ja. Da liegt ein Hut drauf von dem Typen. Wie mache ich das jetzt? Ich zünde einfach alles an. Oder? Komm. Ja! Oh mein Gott, ist der laut! Keine Ahnung, was ich machen soll. Alter. Die blöde Spieluhr. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es geht. Ich muss die blöde Sendung anmachen. Und ich muss mal ganz kurz, Achtung, sorry, ich habe vergessen, vorhin meinen Timer zu resetten. Jetzt läuft er schon ewig lang vor sich hin. So. Gut, wir brauchen dann diese Kurbel. Die legen wir hier gleich hin. Die Spieluhr ist böse, die nehmen wir nicht. Hier den Knopf, drück ihn rein. Zlack. Hidlodeldadli. Ist das für ein Werbespot für ein Putzmittel oder so, oder? Was soll das sein? Dam, dam. Halo, Halo, Halo. Lässt er das jetzt laufen? Ich dachte, der schaltet den aus irgendwie. Schaltet den aus. Schaltet. Wie sagt man das? Schaltet oder schält? Schaltet, oder? Schaltet, ja. Sorry. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Da war die Kurbel, ja, genau. Hilfe! Komm her! Rüber. Oh, die Arme. Ich habe die Arme gesehen. Schnell, 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 schnell. Rein, 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 rein.
Ja, wenigstens weg von dem einen Heini da. So, Lore. Hannelore. Die brauche ich, um den Dampf zu blockieren, wie es aussieht. Das ist aber nur schwer schieben. Tja, es dauert ganz schön. Ja, nur gut, dass sie nicht von selbst irgendwie rumfährt oder so. So wie jetzt gerade. Und jetzt zum Schluss brauchen wir die für den Schalter, oder? Da. Oder ist einfach nur ein Stopper wahrscheinlich. Ja, egal. Oh, bleib hier, bleib hier. Zack. Da fehlt mal der halbe Boden. Aha. Da pfeift der Wind. Sollte vielleicht nach der Folge mal eine Aufnahmepause machen, denn ich habe schon ganz trockene Lippen. Ah! Ah! Gott! Junge, Junge, Junge. Nein! Wie? Wie, Leute? Vorbeilaufen oder was? Aha, Lichtquelle. Nee. Nee, vorbeilaufen ist auch nicht. Also, was machen wir? Warten, bis er oben ist, oder? Mit der Hand. Ja. Na gut. Ich hätte ihn auch anzünden können. Ganz ehrlich. Was? Ich dachte, auf der dreckigen Wäsche riecht er mich nicht oder so. Streichelt mich ja nur, der tut mir ja gar nichts. Er liebt mich. So, dann laufen wir halt weg. Hat er nur so kurze Beine? So. Wie jetzt? Ja, wie jetzt? Jetzt warten, bis die Tür runterknallt. Dem die Arme absäbelt, oder wie? Ah, ne. Kann ich es bestimmt verschieben, oder? Ne? Leute. Ah, die Hand. Ich habe gar nicht auf die Hand geguckt. Sich damit helfen vielleicht? Kann ich das ziehen? Aha, jetzt hat er mich. Okay. Aber ich habe eine Idee. So, Leute. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen die Stangen da rausreißen. Die Stützstreben. Bei der ersten Stange ist ja ganz easy. Und die zweite. Ich weiß nicht, was da los ist. Die will einfach nicht. Da hänge ich jetzt schon bestimmt eine halbe Stunde dran. Jetzt. Ach, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ekliger Fatzke, du. Hast du keine Arme mehr. Haha.
Keine Arme, keine Kekse, oder? Wie war das? Keine Arme, keine Schokolade? Ich weiß nicht. Keine Arme, keine Kekse. Egal. Jo, ja, nach der Aufnahme muss ich dringend eine Pause machen. Errungenschaft freigeschaltet, ja. Dankeschön. So. Gehen wir rein. Ah, da kann man nicht rein, okay. Wieso haben die überhaupt so kleine Schächte gebaut? Wenn die so riesig groß sind. Ah, ein Schuh oder was? So. Aha, ja, gut. Jetzt kommen wir ins nächste Gebiet, wie es aussieht. Da oben sieht man auch schon so einen Koch oder was es sein soll. Ja, ist ein Koch. Der wird jetzt die Kinder zubereiten. Die Unartigen. Oh, man kriegt schon wieder Hunger. Ja, in der Mausefalle ist doch bestimmt irgendwas zu essen. Käse oder sowas. Ist da hinten was? Nee. Natürlich nicht. Ihr wollt nicht wirklich, dass ich jetzt die Ratte esse, oder? Oh mein Gott. Wie sieht man es denn am besten? So sieht man wahrscheinlich am besten. Nur hier unzensiert live. Bear Grylls, Überlebenskünstler, Rattenfresser. Geht gar nicht. Ah, okay, man kann sie nur so essen. Wie weit sind wir gesunken? Ja, wir essen schon Ratten. Von Brot zu rohem Fleisch zu lebendigem Fleisch. Es wird noch ein schlimmes Ende nehmen. Aha. Ah, so, so geht das. Okay. Ja. Alter, die Vorräte. Da hat sich noch bewegt. Ja, dann mal ab in die Küche, oder? Quick, quick, quick. Eieiei. Das kenne ich, glaube ich, aus dem Trailer. Ey, hier wäre Karotte gewesen, ne? Hätten wir auch essen können. Schön gesund. Nahrhaft. Was auch immer das ist. Was versteckt, oder? Ja, ich weiß, die Sucherei nervt vielleicht ein bisschen, aber ich mag halt gerne alle Secrets haben. Alter! Reg dich ab! Bist du hässlich.
wieder mal. Hier genau schneidet. Cool. Haben sie gut gemacht. Oh, Wichtel. Zwei Wichtel. Was? Guck nicht hier drunter. Das waren die Wichtel, nicht ich. Die verdammten Wichtel. Ah, hier braucht man einen Schlüssel. Sucht er noch nach mir? Ja, jedenfalls können wir da oben mal die Lampe anmachen. Das wird immer gehen. So. Ja, was will er tun? Kommt er hier nicht rauf? Jetzt weiß er, dass ich da bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Auf wieder. Ja. Hol es dir. Aha, kommst eh nicht hoch. Alter, noch weiter rauf. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Eine Doppeltoilette. Das ist ja mal cool. Hm, Wichtel. Aber, bevor wir das machen, machen wir zuerst das Kerzchen hier an. Na, du Kerze. So. Oh, Bistolini, wo gehen sie hin? Der ist einfach in die Wand reingebackt, habt ihr gesehen? Oh Gott. Was ist das? Ist das ein Fuß von dem, oder? Der Kopf. Das ist der Kopf, das ist die Mütze. Okay, ah, es sind zwei Köche. Die gehen zusammen aufs Klo. Was? Hat er mich gesehen schon? Was ist los? Ich glaube, er hat mich, oder? Leute, der hat mich, aber es geht irgendwie nicht. Boah, volle Manndeckung. Einmal links, einmal rechts, links, rechts. Ja, was ist los, Junge? Ja, ich habe anscheinend Fehler im Spiel entdeckt. Und jetzt kann ich nicht, ich kann da nicht weg. Ja, der kann sich nicht umdrehen. Na, kann er mich nicht schnappen? Jetzt. Okay, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Was macht er mit mir? Nichts. Okay.
Ist ja gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich würde sagen, den sparen wir uns einfach für nächste Folge auf. Denn ich bin jetzt auch schon ein bisschen ausgelaugt von der ganzen Aufnehmerei. Ich nehme jetzt schon eine Stunde am Stück auf. Wie sage ich immer? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.